Ja, hallo, da ist wieder mal Andreas, der Teilzeitnomade. Im heutigen Video geht es ja um das Leben in Ungarn. Ich nehme euch heute mit nach Mohács, morgen geht es dann nach Bécs. Ich bin gerade in Himmelshaza, das ist so die Verwaltungsgemeinde, wo auch meine kleine Gemeinde, wo ich wohne, dazugehört. Hier bezahle ich meine Steuern für Haus und Gewerbe. Hier habe ich meine Bank, ich brauche ja als Unternehmer ein ungarisches Bankkonto, damit ich meine Steuern bezahlen kann. Da gibt es auch noch Ärzte, Zahnarzt, es gibt Geschäfte, Rechtsanwalt, also die Rechtsanwältin, die meinen Hausverkauf abgewickelt hat, ist auch hier. Also hier in Himmelshaza, zu Deutsch Niemesch, ist ein Schwabendorf, gibt es so ziemlich alles, was man so für den täglichen Gebrauch benötigt. Hier gibt es auch jede Menge Leute, die Deutsch sprechen, zum Beispiel die Frau des Arztes hier im Dorf unterrichtet sogar Deutsch für Leute, die Ungarisch lernen wollen. Sie spricht eben Deutsch. Also Himmelshaza ist so in diesem Bereich hier, wo ich wohne, so der Mittelpunkt, wo sich eigentlich schon mal alles abspielt, was man so täglich braucht. Wie gesagt, heute geht's nach Mohács. Ich muss zu Jetel, das ist mein Telefonanbieter, ein paar Dinge besprechen, weil ich ein neues Handy brauche. Und hier noch ein paar Impressionen hier vom Dorfplatz, wo auch ein Geschäft im Hintergrund ist, der Real. Und ich schwenke jetzt dann noch die Kamera, dass man das sieht. Ja, eben, das ist so der Dorfplatz. Hier in Himmelshaza. Oben die Kirche, dann noch eben ein typisch ungarischer Ort. Langgestrecktes Dorf, beidseitig die Häuser. So, und jetzt geht's weiter nach Mohács. Bis gleich. Ja, gleich, wenn man nach Mohács hereinfährt, also vom Himmelshaza aus, beziehungsweise von der Autobahn aus, kommt man zum Family Center. Das ist ein Einkaufszentrum, wo es bekannte Marken gibt: Deichmann, Kiek, Bebco, TM und Tesco. Hier vorne der Tesco. Tesco ist eben sehr verbreitet in Ungarn, hat mittelmäßige Qualität, teilweise interessante Preise, teilweise weniger interessante Preise. Ich achte immer so drauf, was ich hier kaufe. Weiter rein zum Zentrum gibt es dann noch auch Aldi, Lidl, Penny und ein paar andere Geschäfte. Aber hier sieht man schon einmal, hier im Family Center bekommt man eigentlich alles, was man so für den täglichen Bedarf benötigt. Jetzt geht es weiter Richtung Zentrum. Ja, hier bin ich jetzt am Hauptplatz von Mohács mit der Kirche und dem Rathaus und dem Beginn der Fußgängerzone. Mohács ist eben hier das Zentrum im Süden an der Donau, wo es eigentlich alles gibt, was man so braucht, von Baustoffen angefangen bis Verwaltung, sämtliche Mobilfunkanbieter, Wasserwerk ist hier. Also Mohács ist schon ein Industrie- und Handelszentrum hier im Süden. Ein Blick auf den Hauptplatz. Und hier in einer Seitengasse befindet sich auch der Shop von meinem Telefonanbieter, von Jetel. Und so sehen eben die Gassen hier in Mohács aus. Hinter mir auch eine Apotheke. Also man bekommt hier wirklich alles. Ich werde jetzt hier schnell meine Erledigungen machen und dann geht es weiter in mein Stammcafé. Ja, das ist jetzt der Blick in die Fußgängerzone. Vorne auf der linken Seite mein Stammcafé. Also hier bekommt man einige Dinge zu kaufen, Textilgeschäfte, Papiergeschäfte, auch von den Scholnai aus Pécs gibt es hier einen Laden. Und wenn man hier weiter runter geht, Richtung Donau, dann kommt man eben direkt an den Hafen, an der Anlegestelle Hafen der Schiffe hier in Mohács.
Das bringe ich einmal in einem anderen Video. Ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken und wir sehen uns dann morgen am frühen Morgen wahrscheinlich schon am Markt in Beetsch. Ja, heute geht es zum großen Markt in Beetsch. Steht da jetzt vis-à-vis bei einem der Eingänge. Also unglaublich, wie groß der Markt ist. Viele Leute hier, kaum Parkplatz zu bekommen. Ein paar Impressionen kommen jetzt und dann geht es weiter zum Baumarkt und noch in die Stadt. Leider ist das Wetter heute nicht so gut. Ja, in Ungarn haben ja die Geschäfte auch am Sonntag offen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Man kann da wirklich jeden Tag einkaufen gehen und das Ganze hier am Sonntag bis 18 Uhr, sonst bis 20 Uhr. Also die Geschäftsöffnungszeiten hier in Ungarn sind doch etwas anders als in Deutschland oder Österreich. So, ich gehe da jetzt hinein und die nächste Station ist dann in der Stadt im Zentrum von Beetsch. Hier bin ich jetzt am Eingang des Einkaufszentrums Arcad. Das ist eben im Zentrum von Beetsch. Da gibt es wirklich alle Firmen, die wir so kennen. Man sieht hier schon Mediamarkt, Unicredit Bank, Interspar, Herwis, C&A, Starbucks und alle anderen Firmen, die wir so kennen. Gleich daneben das Finanzamt und hier auch noch, früher in Österreich zumindest, ich glaube in der Schweiz gibt es Konsum noch immer, Coop. Also das ist auch noch ein Relikt übrig geblieben. Gibt's auch noch, hier gibt es auch noch Praktika Baumarkt am anderen Ende der Stadt, weil ich vorher beim Obi war. Also es gibt Alternative und es gibt natürlich auch jede Menge kleine Baumärkte, wo man auch teilweise gute Preise bekommt. Es lohnt sich einfach hier zu vergleichen. Ich habe das gesehen beim Renovieren. Es ist einfach wichtig zu schauen, welche Preise wo gerade sind. Teilweise gibt es dann Aktionen. Ja, also vergleichen ist immer gut. So, hier ist noch der große Platz, wo die Verwaltung der Baranja mehr oder weniger ist. Hier kann man eben in diesem großen Gebäude die Autoanmeldung machen, auch die Zugänge zu den Online-Portalen etc. Also hier ist die alles, was wir in Österreich jetzt so als Landesregierung bzw. Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat kennen, kann man hier in diesem Gebäude erledigen. Ja, hier noch der Platz mit dem Konsum zur linken Seite. Hinter mir noch die Synagoge. Ja, das war's schon wieder von mir für heute. Noch ein paar kurze Tipps vielleicht. Also wie gesagt, also einfach die Preise vergleichen, auch mit Deutschland oder Österreich. Manche Dinge sind hier einfach schweineteuer, manche sind wieder günstig. Man kann das alles online machen, zum Beispiel Baumärkte haben natürlich eine Obi HU oder Praktika HU, aber alle anderen Geschäfte, auch Tesco, Lidl, egal, all die haben alle Online-Shops, wo man schon vorab die Aktionen anschauen kann, die Preise vergleichen kann. Also das ist so wie bei uns in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz. Man muss einfach, wenn man sparen möchte, ein bisschen auf die Preise achten. Was wollte ich noch sagen für heute zum Leben hier in Ungarn? Ja, Preise so für Wasser, Internet etc., immer so Richtwerte. Also Wasser bezahle ich, weiß gar nicht, 10.000 Forint im Jahr, das sind 20, 25 Euro. Müllabfuhr 2.400 Forint im Quartal, das sind ungefähr 6 Euro im Quartal für jede Woche eine 80 Liter Tonne Restmüllablehrholung. Internet bezahle ich für ein Gigabit Volumen, also Geschwindigkeit, ungefähr 20 Euro derzeit beim jetzigen Wechselkurs. Gas, Strom, also ich bin nicht das ganze Jahr hier, weil ich zwischendurch hier reise,
oder in Österreich zwischendurch auch arbeite, bezahle ich im Monat 11.000 Forint für Gas, da ist aber Heizen dabei, da ist Warmwasser dabei und Kochen. Da sind wir ungefähr 30 Euro und Strom habe ich derzeit 4.200 Forint, das sind ungefähr 12, 13 Euro. Wer natürlich das ganze Jahr hier lebt, braucht vergleichsweise mehr, aber wir haben derzeit, denke ich, noch immer den günstigsten Gaspreis hier in Ungarn von ganz Europa. Treibstoffkosten ungefähr gleich wie in Österreich, also derzeit so ca. 1,60 Euro für den Liter Super, beziehungsweise auch ungefähr der gleiche Preis für Diesel. Versicherung erspare ich mir einiges. Ich habe in Österreich für den Hyundai bezahlt ungefähr 750 Euro im Jahr an Versicherung und Steuer. Hier bezahle ich ungefähr 100 Euro für die Versicherung und 14.000 Forint, das sind ungefähr 30, 35 Euro an Steuern. Also es ist hier doch noch wesentlich billiger als wie bei uns in Österreich oder in Deutschland oder natürlich der Schweiz, gar nicht zu vergleichen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder über ein Like, über ein Abo bzw. Kommentare. Wenn du etwas wissen möchtest hier über Ungarn, dann schreib das einfach rein. Ich freue mich darauf. Ja, bis zu meinem nächsten Video. Euer Teilzeitnomade Andreas.